So, meine Lieben, es geht also los mit dem natürlichen Augen-Make-up. Ich trage zuerst meine Base auf, wie immer von P2. Diesmal nicht bis unter die Augenbraue, weil es heute kein Highlight geben wird. Denn es soll natürlich schön natürlich sein. Anschließend nehme ich aus der P2 kleinen Palette 040 Golden Sunset diese helle Farbe auf den Pinsel und trage sie auf das Oberlid auf, und zwar etwa auf 3/4 des Oberlides. Schön in die Lidfalte reingehen. So, hier sind wir ungefähr bei 3/4. Aufpassen, dass es schön gleichmäßig ist. So, anschließend nehme ich aus derselben Palette das dunklere Braun von beiden und trage es aus dem äußeren Winkel in das hellere eingeblendet auf. Auch in die Lidfalte schön hoch reingehen und nach innen ausstreichen. Hier wieder euer Oval nicht vergessen an der Seite. Und schön bis nach innen rüberziehen. Gehen wir erstmal zum Unterlid. Ich nehme wieder meinen Spitzapplikator. Ihr nehmt einen Pinsel, der euch fürs Unterlid geeignet erscheint. Dann nehmen wir wieder das helle, tragen es in den inneren Winkel und auf ein 3/4 des Unterlides auf. Das ist relativ schwach zu sehen, aber es soll ja wie gesagt auch natürlich sein und nicht so hell herausknallen. Dann nehmen wir natürlich wieder das Braun, setzen außen an und ziehen es nach innen. Man überschneidet sich dann natürlich mit dem Hellen, was man aufgetragen hat. Das ist aber so gewollt, denn das gibt den schönen Übergang. Hier hinten auch wieder schön gucken, dass ihr an das obere Braun anknüpft und es schön rund erscheinen lasst. So, wir nehmen nochmal den Pinsel, gehen wieder in das Helle und setzen über dem Braun des Oberlides einen kleinen Übergang von der Farbe zur Haut. Allerdings setzen wir mit diesen hellen kein Highlight, weil es schön natürlich sein soll. Und das ist gleichzeitig so ein Ausblendeprozess. Das heißt, wir müssen jetzt mit dem Pinsel eigentlich nicht nochmal direkt ausblenden, weil es ein schöner Übergang schon ist. Anschließend benutzen wir unseren weißen Kajal. Meiner ist schon ganz kurz, er ist von Jade, er ist super. An alle, die ihn schon nachgekauft haben nach dem Video, von einer Person weiß ich's. Der ist toll, nicht wahr? Und tragen ihn auf die Waterline oder auf die Wetline auf. Aufpassen, dass er nicht ganz so stark wird, also dass es da nicht so rausknallt wie so ein weißer Strich, sondern dass es immer noch so aussieht wie euer Augapfel quasi. Dann nehmen wir einen braunen Kajalstift, meiner ist jetzt von Manhattan, setzen ihn in der äußeren Ecke an, und zwar auf der Haut unter der Waterline, und gehen in leichten Strichelbewegungen etwa bis zur Mitte des Auges, indem wir ein bisschen schmaler werden nach innen. Und zwar nur bis zur Mitte des Auges. Wir gehen diesmal nicht hier rein, weil wir wollen natürlich bleiben. Richtig schön hier reinziehen, aber nicht auf die Waterline malen. Und zugleich gehen wir mit demselben von der Hälfte des Oberlides nach außen. Wir müssen etwas spitz machen. Hier ist es jetzt sehr warm. Meiner ist sehr weich, das heißt, er verformt sich immer mal ein bisschen. Aber wenn es warm ist, kann man ihn auch mit den Fingern schön spitz machen. Ansonsten spitzt ihr ihn bitte einfach an
und ziehen ihn bis nach vorn in den Augenwinkel. Und auch hier wird er wieder dünner. So, unser Kajal ist dann aufgetragen und jetzt kommt natürlich noch der Mascara und dann sehen wir uns gleich wieder. Der Mascara ist jetzt aufgetragen, ich habe meinen schwarzen Jade benutzt, ihr könnt aber gern auch ein dunkelbraun oder ein normales Braun verwenden. Das wird dann nochmal einen Tick natürlicher und das war euer Augen-Make-up. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn ihr euch fragt, was ich auf den Lippen habe, ich habe ein klein wenig Lip Liner aufgetragen, Very Berry von Essence Long Lasting Lip Liner. Und ein klein wenig von meinem wunderbaren Blistix Lippenreparaturstift. Ihr seht, er glänzt auch richtig toll. Ich habe ein kleines bisschen mit dem Finger abgenommen und einfach drauf verteilt. Das gibt einen sehr schönen natürlichen Look für all die, die keinen Lippenstift oder auch kein Lipgloss tragen wollen. Natürlich, wenn wir natürlich bleiben wollen, ist ein Lippenbalsam immer der geeignete. Über die Wangen gebt ihr ein kleines bisschen Rouge. Ich habe ein klein wenig rosa Rouge genommen. Und vorher habe ich die Wangenknochen mit einem dunkleren Rouge, nämlich mit einem bräunlichen, schön definiert an dieser Kontur. Ja, ich schaue mich nochmal an. Ich denke, es ist in Ordnung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns bald wieder mit einem Nageldesign, beziehungsweise meine Lieben, schreibt mir doch, was ihr sehen wollt, denn es ist wirklich so quasi das Allerwichtigste für jemanden, der Videos veröffentlicht, dass er Feedback bekommt, dass er natürlich auch Wünsche bekommt, weil ich möchte ja auch wissen, was ihr sehen wollt. Es macht es mir erstens leichter und euch macht es zufriedener. Schreibt bitte in die Kommentare, was ihr sehen möchtet. Ansonsten danke ich euch ganz, ganz doll fürs Abonnieren. Ich freue mich total, dass innerhalb von 1,5 Wochen das schon so gut klappt hier. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns bald.